Ja, erstmal freut es mich für Julian. Julian und ich haben ein gutes Verhältnis jetzt immer gehabt. Wir standen uns bis jetzt immer gegenüber, nur jetzt arbeiten wir so ein bisschen zusammen. Ich glaube, es ist eine richtig gute Entscheidung, sowohl für ihn als auch für den deutschen Fußball. Und wir drücken ihm da auf jeden Fall die Daumen, dass es dann genauso erfolgreich wird, wie sich das alle vorstellen. Und ja, wir werden ihn vom Vereinsseite dann bestmöglich dabei unterstützen. Ja, es ist nicht nur Karim, es ist nicht nur Felix, sondern wir wissen, dass bei vielen von uns noch sehr viel Luft nach oben ist. Und trotzdem wissen wir halt auch, wozu wir in der Lage sind. Und das wird jetzt nicht so funktionieren, indem wir jetzt hier in der PK versuchen, die Lösung zu finden, sondern indem wir hart arbeiten im Training, indem wir die Dinge klar benennen und ansprechen. Zu Sebastian, wir haben gesehen, welchen Wert er für diese Mannschaft hat in der vergangenen Saison. Und wir kennen halt seine Geschichte und dass das dann manchmal auch nicht ganz einfach zu erklären ist und nicht rational zu erklären ist, was dann passiert nach so einer Erkrankung. Wir konnten ihn nicht so finden, wie er sich das vorgestellt hat und auch wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir ihn immer wieder in diese torgefährlichen Situationen bringen. Es ist jetzt nicht so, dass er reihenweise Chancen vergeben hat, sondern wir haben ihn halt einfach auch sehr häufig nicht in diese torgefährlichen Räume bekommen. Aber wir wissen um die Qualitäten von Sebastian.